Irish Coffee ist eines der beliebtesten alkoholischen Kaffeegetränke und nicht nur in Irland gefragt. Der Herbst steht vor der Tür, es wird kälter und was eignet sich besser für Kaffeeliebhaber als ein Irish Coffee, um sich aufzuwärmen? Im heutigen Video zeigen wir dir, wie du einen Irish Coffee bei dir zu Hause in deiner eigenen Küche zubereitest. Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Kaffee. Irish Coffee wurde in den frühen 40er Jahren erfunden. Joe Sheridan erfand in seinem Restaurant im Westen von Irland den Irish Coffee. Er hatte einen ganz einfachen Zweck. Er sollte den Gästen bei der Durchreise verhelfen, sich etwas aufzuwärmen. In den 50er Jahren kopierte man das Rezept in San Francisco in den USA und seitdem ist Irish Coffee auch in den USA super beliebt. Mittlerweile ist der Irish Coffee weltbekannt. Er schmeckt nicht nur gut, er ist leicht zuzubereiten und wärmt dazu auch noch auf. Wir werden jetzt einmal einen Irish Coffee zusammen zubereiten. Wenn du kein Irish Coffee Glas hast, kannst du auch einfach ein normales Glas nehmen. Traditionellerweise sollte es tulpenförmig und hitzebeständig sein. Dann benötigen wir für Irish Coffee auch noch Irish Whisky, braunen Zucker, Schlagsahne und natürlich Kaffee. Aber welcher Kaffee eignet sich am besten für Irish Coffee? Wir raten von Espresso ab, denn der intensive Geschmack von Espresso könnte den Geschmack des Whiskys komplett überdecken. Daher empfehlen wir eher einen sanften, schokoladigen Espresso, wie zum Beispiel unseren Sierra Nevada. Dieser ist nicht zu stark und hebt mit leichten Karamell- und Nussnoten den Kaffee besonders hervor und passt perfekt zum Irish Whisky. Alternativ empfehlen wir unseren Caribou, der uns an Zimt und Schokolade erinnert. Als erstes füllst du dein Glas mit heißem Wasser auf, um es vorzuwärmen. Stell dein Glas nun beiseite und schlag 50 ml Sahne steif. Die Sahne sollte aber nicht zu steif geschlagen werden, denn wir wollen unseren Irish Coffee durch die Sahnehaube hindurch trinken. Dann nehmen wir unseren braunen Zucker, 2 Teelöffel um genau zu sein, und lösen diesen Zucker mit heißem Wasser auf. Die Mischung kannst du alternativ auch in einen Topf zum Sieden bringen. In der Regel reicht aber auch heißes Wasser. Danach solltest du eine sirupartige Flüssigkeit haben. Den Zuckersirup vermischst du nun mit 50 ml Irish Whisky. Nun kippst du das heiße Wasser aus deinem Glas und gibst die Whisky-Zuckermischung in das Glas. Als letztes rühren wir noch unseren heißen Kaffee ein. Danach gibst du die Sahne über einen Löffelrücken hinzu und achte darauf, dass die Sahne sich nicht mit dem Getränk vermischt. Alternativ kann man nun auf die Sahnehaube auch noch ein wenig Muskatnuss reiben. Und so einfach kannst du Irish Coffee zu Hause zubereiten. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal für weitere Kaffee-Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.